Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hier vor mir habe ich ein Loch ausgehoben, schön in einem der vier Quadranten. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch eine Gleislinie, die von unten kommt und hier reinführt. Und hier wollen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen mit dem Villager. Brauchen hier sowas und dann sowas in der Art. Und hier kommen die Villager hoch. Dann werden wir hier eine Zombie-Station haben, die den Villager in einen Zombie-Villager verwandelt. Und dann können wir ihn weiterschicken zur Station, wo wir ihn dann wieder heilen. Und dadurch senken wir die Preise. Und das Ganze können wir repetieren, um die Preise wirklich tief zu senken. Ich glaube, dreimal ist das Maximum, wo es einen Effekt hat. Aber lass mich zuerst mal hier etwas planen. Wir werden mehr Platz in diese Richtung brauchen. Aber ich denke, dies hier ist der höchste Level und von hier an geht es etwas runter. Und auf dieser Höhe sollten wir okay sein. Der erste Teil ist fertiggestellt. Hier in diesem Eck wird der Zombie sein, den müssen wir uns noch besorgen. Aber wenn wir von hier kommen, oder ein Villager, und gegen diesen Block fahren, wird dieser String getriggert. Dieser powert die Pisten, hebt den Redstone-Block hoch. Und wir haben hier kein Signal mehr auf dem Gleis. Was heißt, der Minecart kommt hier zum Stehen. Und sobald der Villager konvertiert ist, springt er hoch, berührt den String nochmals und der Redstone-Block geht wieder runter und die Reise geht weiter. Der nächste Schritt wird sein, hier einen Zombie reinzubringen. Und das machen wir, indem wir auf Dunkelheit warten und uns dann einen Schnappen hier unten hinbringen. Und wenn wir über diesen Abgrund springen, sollte der Zombie hier das Gefühl haben, wegen dem Trapdoor, kann er drüber laufen. Wir werden ihm auch einen eisernen Helm geben, so dass er unter der Sonne nicht verbrennt, und ein eisernes Schwert, damit er die Villager attackieren kann. Aber zuerst müssen wir auf Nacht warten. Die Schwierigkeit hierbei ist, ein Zombie zu finden, der einen Helm aufsetzen kann und ein Schwert halten kann. Wenn er das eine kann, dann kann er auch das andere. Aber so wie es aussieht, heißt das nicht unbedingt, dass ein Zombie, der mit der Rüstung spawnt, auch ein Schwert halten kann. Da drüben ist ein weiterer Kandidat. Und der hat den Helm aufgesetzt, hält sogar ein Stückchen String, was sehr gut ist. Nun müssen wir ihn nur noch hier reinbringen.
Okay. Weiß nicht, wie genau, dass er das gemacht hat. Aber dann schauen wir mal, ob wir den String mit dem Schwert austauschen können. Ja, akzeptiert er. Und dann machen wir doch einfach mal Deckel drüber. Und dann haben wir unser Geschäft für diese Nacht erledigt. Ich habe nun ein bisschen weiter gebastelt. Wie ihr sehen könnt, wenn der Zombie-Villager oder wenn der Villager zum Zombie-Villager konvertiert, wird ja dieser Redstone-Block wieder nach unten geschoben und diese Rail gepowert, was den Minecart anstößt und er hier auf dem eisernen Trapdoor landet, wo wir ihn kurieren können, indem wir zuerst ein Weakness Potion reinwerfen, hier oben, und dann von unten, können wir ihn erreichen, um ihn mit einem goldenen Apfel zu füttern. Das Eisen ist hier, um den Heilungsprozess zu beschleunigen, und den Glasblock brauchen wir, damit der Minecart schön auf dem Trapdoor zum Stehen kommt. Wenn er dann geheilt ist, können wir es zurückziehen und er landet hier unten, wo wir ihn dann zu dem richtigen Beruf machen können und schauen, dass er auch diese Trades hat, die wir wollen. Wenn wir damit zufrieden sind, können wir hier dieses Glas powern. Und die Reise geht weiter, entweder nach links, und das ist einfach zurück zum Anfang, und wir kurieren ihn nochmals, um die Preise, die er verlangt, weiter nach unten zu treiben. Ich glaube, das Maximum, was man machen kann, ist dreimal, danach geht es nicht mehr weiter. Oder wenn es geradeaus geht, hier zur zweiten Verzweigung und hier nach links, da wird es dann eventuell in unsere Trading Hall geben. Oder geradeaus hier in die Lava, unten mit Hopper, sodass wir den Minecart zurückbekommen. Nun wollen wir mal schauen, ob die Konstruktion da oben auch das hält, was der Prospekt verspricht. Drum hier erstmal den Villager einsammeln und dann schauen, ob er es oder wir zuerst nach oben schaffen. Der Weg für uns ist ein bisschen länger, dafür geht es gerade hoch und er ist noch nicht hier. Da kommt er. Und er ist konvertiert. Und wir können ihn kurieren. Und los geht's. Vielleicht, hier haben wir Glück, dass der Zombie-Villager bereits einen Hut auf hat, aber vielleicht sollten wir sicherstellen, dass die Sonne ihn nicht verbrennt. Nachdem ich da oben noch nicht wirklich so weit bin für die Villager Hall, denke ich, testen wir einfach mal die zwei anderen Funktionen aus, den Rundtrip und dann das Entsorgen des Villagers. Weil es kann sein, dass die Trades, die wir suchen, sind nicht im ersten Tier.
Also das heißt, für den ersten Trade können wir ja die Workstation platzieren, und wenn uns die Trades nicht gefällt, können wir sie wieder einsammeln und es nochmals versuchen. Aber wenn wir einen Trade suchen, der erst später kommt, müssen wir den Villager zuerst hochleveln, und wenn wir dann feststellen, okay, er hat die falsche, dann heißt bye bye. Und da haben wir unseren kurierten Villager. Das heißt, es geht einen Stock nach unten. Wir können auch gleich das Trapdoor wieder platzieren. Und eigentlich nicht relevant, was für einen Beruf das wir ihm hier geben. Dies ist wahrscheinlich etwas, was ich nicht will. Was ich immer hier auf der Seite offen habe, ist die Wiki-Seite mit den Trades, die wir bekommen können und was wo kommt. Link dazu, zumindest zur englischen, ist unten in der Videobeschreibung. Dann hier haben wir gesagt, okay, wir machen eine zweite Runde. Und da geht er. Okay, ich hoffe, das überlebt er. Ja. Dann kurieren wir ihn ein zweites Mal. Und das braucht einige goldene Äpfel. Drum ist es gut, wenn wir dann irgendwann auch eine Goldfarm haben. Und wie wir gesehen haben, brauchen wir oben. Noch etwas drüber. Und dann sollte der Villager keinen Schaden mehr durch Sonneneinstrahlung nehmen. Keine Sonnenbrände mehr. Gut, dann hier müssen wir diese wieder empowern. Und hier stellen wir die Weiche so, dass es geradeaus geht. Hier geht es auch geradeaus. Und das, was ich vielleicht irgendwann noch mache, ist statt der Kiste für die Minecart hier an dieser Stelle die Minecarts gleich wieder nach unten zu schicken, wo wir sie dann ja wieder brauchen. Und da wir für diesen Villager noch keine Verwendung haben, geht's direkt in die Lava. Oder das war zumindest der Plan. Ich denke, ich muss hier das Ganze etwas umkonstruieren, so dass es auch funktioniert. Und wahrscheinlich hier entweder bauen oder ein normales Gleis. Ja, genau das ist, was ich nicht wollte. Also geht altmodisch für dich zu Gut, Ende. ich werde das noch fixen bis zum nächsten Mal. Und dann werde ich mich aber diesem Steinkreis hier widmen müssen, denn wir brauchen schließlich einen Platz, wo wir unsere Villager unterbringen können, mit ihnen traden und gleichzeitig sicherstellen, dass sie sicher sind vor möglichen Angriffen von Mobs. Somit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Vielleicht war es auch lehrreich für euch. Falls so, hinterlasst mir einen Kommentar, dann kann ich mehr solche Videos machen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!